Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn mit Aloy. Ja, wir sind hier auf der Erkundungstour der Brutstätten von Sigmar. Nochmals, ich habe das jetzt voll gerade aufgenommen. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, habe ich zwar aufgenommen, aber die PlayStation hat gemeint, ich nehme jetzt mal nicht auf. Deswegen machen wir das Ganze nochmal. Könnte es natürlich sein, dass ich sage, ja, ich kenne mich schon aus. Nehmt mir das bitte nicht übel. Ich habe es halt schon mal gemacht. Ungewollterweise. Aber macht nichts. Wir gehen auf jeden Fall zur Brutstätte von Sigmar und schauen uns dort um. Hoffe ich. Wenn nicht, ja, aber Pech. Nein, wir müssen dort umsehen. So, wir hüpfen da mal ein Stückchen weiter. Ja, ein Wildschwein. Den haben wir genug, sehr gut. Und dann gehen wir mal einfach weiter, da ist sie. Darüber geht's zur Brutstätte von Sigmar. Überprüfe Drahls Geschichte. Ich bin gespannt, ob die Geschichte von Drahl wirklich stimmt. So, da unten können wir speichern. Hehe. Ah, da können wir noch was abbauen. Cool. So, das holen wir uns natürlich alles. Und eine davon, Aloy. Genau. Die Jagdprüfungen, ne, die mache ich jetzt nicht. Interessiert mich gerade nicht. So. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir hier einfach mal diese Typen ausnocken. Ich glaube fast. Hier. Gehen wir in den Nahkampf rüber. Great kill, Alien, great kill. So, einmal heilen, heilen. Eine Waffe, verdammte. Kacke. Er hat eine Waffe. Bam. So, das war's dann mit denen. Ja, es war knapp. Es war echt knapp mit der Heilung, aber es passt schon so. So, wir haben hier auf jeden Fall mal aufgeräumt mit diesen Halunken des Dorfs hier. Das gehört jetzt alles ums. Ein Feuerspucker. Drücke, um Feuerspucker abzulegen. Wow, geil. Wie viel haben wir mit dem Teil? Kann ich jetzt auch die Waffe wechseln? Schade. Ich würde den Feuerspucker gerne mitnehmen. Geil. So. Ich sammle da noch kurz ein, bevor ich speichern gehe. Weil dann habe ich es in der nächsten Speicherung auf jeden Fall alles mal mit drin. Das ist ja da nicht so wenig. So. Gibt es noch ein paar Pflänzchen? Nützlich für eine alte Rezeptur. Sehr gut. Immer gut zu hören, Eli, wenn etwas nützlich ist. Immer gut zu hören. Oben ist noch etwas und dann geht's weiter zur Brutstätte. Ich werde jetzt diese fette Waffe mitnehmen. Einfach aus Prinzip. Die kann man, glaube ich, gebrauchen. Die kann man, glaube ich, gebrauchen. Ich weiß nicht, wie viel Schuss ich habe. Deswegen mal eine Schnellspeicherung. So. Und jetzt. Bam. So, den nehmen wir mit. Mit der gehen wir jetzt dort hinein. So, die wird uns da nicht angezeigt. Schade. Okay. Sollten wir es. Das nehme ich mit. Logisch nehmen wir das mit. Sollten wir es. Das ist ein fettes Teil. Dann kann man fett herumballern. Hallo? Was glaubt ihr denn, wer ich bin? Ich bin Aloy, die Schlechterin. Seit heute Aloy, die Raketenschlechterin. So geil. Das ist Teil hier. Wir sind wieder rüber. Ein Signal? 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 Ah, hier. Wächter, wertvolle Rohstoffe entdeckt. Ja. Lass mal den liegen, nehmen wir den mit. Ich kann mit dieser Waffe nicht springen. Okay.
So ein Nachteil, eindeutig. Eindeutiger Nachteil für mich. Aber wer mich kennt, ich lebe mit Nachteilen. Seit dem Beginn dieses Spiels lebe ich mit Oh, Nachteilen. sehr nützlich. Durch das ich ja nichts treffe, lebe ich immer mit Nachteilen. Ganz einfach. So, 100 Schritte noch. Nein, nicht, das war der falsche Knopf. Ich will das sammeln. Yeah. So. Überprüfe 3. Ist Geschichte noch immer. 24% in dem Irgendetwas Gesundheitsbeutel. gibt dir ein Signal ab. Schön. Ah ja, was ist da hinten? Wow. Ich gehe da mal kurz sammeln. Ja, genauso wie ich es nicht wollte. Es ist wieder mal passiert. Ja, dann legt die Waffe halt wieder ab. Gibt's ja nicht. So. Das hilft bestimmt weiter. Ich will hier irgendwie Sachen einsammeln, kurz. Ja, ist okay. Da hinten regt sich wer auf. Da oben regt sich wer auf. Wow, was ist denn da los? Da geht ja die Party ab. Hey Leute, hier ist die Party. So, jetzt haben wir so ein Plätzchen suchen von unserem Feuerspucker. Den wir da ein bisschen mal Party machen. Mit dem komme ich da nicht, den kann ich mal da durch. So, toll. Dann komm doch! So, toll. Das heißt, ich muss mal einen anderen Platz suchen. Dafür. Das so glücklich finde. Wer trifft denn das Teil? Trifft es genau? Trifft es ungenau? Trifft das überhaupt? Schieß ich vorbei? Fragen über Fragen. Die ich so letzten kann ich beantworten kann eigentlich. So dann. Ja, dann legen wir wieder hin. Och nö. Gut, ich werde ihn jetzt noch öfter hinlegen, so wie es aussieht. Du da! Ich hoffe, du hilfst uns. Wir werden nämlich abgeschlachtet. Von wem? Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Wer bist du? Rede Marsavit. Dann reden wir mal mit Marsavit. Der Sonne sei Dank. Du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen. Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbeingesichtet! Toll. An die Waffen! An die Waffen! Fette Vögel muss dann glauben. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Hier, da kann ich rauf. Tada! Da falle ich runter. Toll. Wieder toll gemacht. Verdammt. Die sind schon stark, diese Viecher. Da oben. Stehe ich doch recht safe, oder? Mitten ins Herz. Alter Schwede. Was ist da passiert?
wieder darüber. Der ist ein Vogel da. Bam. Jetzt bin ich tot. Das habe ich unklug gemacht. Unklug. Ich habe nämlich, glaube ich, ziemlich schnell die ganze Munition verschossen, die ich hatte. Hehe, toll. Das war Blödsinn. Aber wir müssen halt nochmal. Vielleicht kriegen wir nochmal den Feuerspucker. Den bekomme ich nicht. Dann nehme ich gleich weiter. Da vorne ist er verwundbar. Das nutze ich. Oh. Das ist toll. Wie viel kämpfe ich da jetzt gleichzeitig? So, mal weg. Ein paar Meter. Komme ich da rauf? Ich glaube, da oben bin ich sicherer. Wie war das? Ja, das war. Alter Schwede, habe ich den vorher erledigt. In der Voraufnahme. Wie hab ich denn das da gemacht? Wenn ich das wüsste. Käsig. Das war jetzt käsig. Na, supi. Genau, das ist das, was ihr sehen wollt, oder? Typ, der es nicht mehr schafft, so viel zu erledigen. Die ich schon mal erledigt hatte. So. Daneben. So. Das wäre sinnvoll. Muss mir jetzt was überlegen. Kurzfristig. Ich überlege. Wie werde ich dem Herr da unten, dem ich da mal nachpflaster? Tierdieter. Ja, den brauchen wir. So. Entdeckt. Wer hat mich entdeckt? Keiner hat mich entdeckt. Ich stehe hier oben, ich finde es ziemlich safe. Kämpfe den halt mit Feuer. Ist hier geil. Feuer mit Feuer ist hier geil. Ich pflaster den jetzt mal mit Feuer zu. Jetzt wechseln wir. Das bin ich so enttäuscht, mich von der Funke nicht. Ich bin nämlich ein urfeiger Hund. Sollte man doch schon wissen hier im Lande, dass Eloy die Feige immer von oben kämpft. Ich hab gesessen. Da
Tränke mit Feuerstoß. Nichts andere Richtung, mein Freund. So zurückgeben. Dass er uns nichts tut. Liegt er jetzt? Ich glaube, der liegt. Yes. Der war gut. Den haben wir. Also die anderen sind jetzt eh die kleineren eigentlich. Die anderen traue ich nicht so. So. Die anderen gehe ich runter. Die sind schon fast down. Zack. So. Der Fette, der mir so angebracht hat da. Dieser Fette. Links eine Metallscherben. So. Zack. Halten die Waffe im Anschlag aus einem einfachen Grund. Was das denn da ist? Was ist denn jetzt denn da? So, die haben wir erledigt. Hey Leute, die Kampfmaschine! Hat das wohl alle? Wir waren es nicht. Oder? Hier ist noch einer. Pam. So. Das waren jetzt alle. So, ne, ganz schön viele. Mehr als gedacht. Auf jeden Fall. Aber das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, ich weiß, meine Gesundheit ist niedrig. Aber ich pfeife mir sie schon rein. Die ich noch habe. Das ist nicht mehr viel. Muss ich zugeben. Aber nicht mehr viel von dieser Gesundheit. So, jetzt. Das reden wir dann nachher nochmal mit diesen beiden Typen da. Jetzt weiß ich auch, wo der eine Typ da aufgetaucht ist vorher. Ich wusste ja nicht, von wo der ist. Ich war mal da. Daraus werde ich später einen Trank bauen. Der dürfte uns gesehen haben hier. Und die KI hat gemeint, der könnte mit uns mitgehen. Toll. So, jetzt habe ich noch die da unten alle. Da drüben liegt noch was. Drüben ist noch etwas. Speicherpunkt, gell? Ha! Na, der ist geil da. Der Safe Point ist mörderisch. Aber vorher farmen wir noch alles. Das brauche ich später noch. Soll ja nichts vergessen, weil. Wie wir sehen, wir brauchen wirklich, wirklich alles. Wie war's jetzt? Sich da das Licht abrupt. War das so gewollt? Ich höre eine Maschine. Na, wo ist sie? Ist die Maschine? Die hört sich nicht leicht an. Die hört sich sehr, sehr schwer an. Sehe ich eine? Da oben, ja. Okay. Egal. Noch einmal heilen, gleich. Zack. So, jetzt haben wir mal da wieder volle Power für die Heilung. Das nehme ich für unterwegs mit. Jetzt gehen wir nochmal zu dem Hammerer. Können wir mit dem nochmal reden? Reden? Marasavit. Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Was? Die Lidkerne sind weg! Was? Das ist unmöglich. Außer Dirit hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Dirit. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung.
Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Okay, dann müssen wir das jetzt auch machen. Aber ich würde zuerst den Quest da unten fertig machen. Also die Brutstätte. Dann finden wir die Rit. So, mal speichern wir nochmal. Einmal speichern bitte. Vielen lieben Dank. Und somit sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Horizon Zero Dawn. Danke, ciao.